Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Moritz. Und Moritz möchte wissen: Hallo Herr Kammerer, ich verfolge Ihren Modern Koi Blog nun schon seit Monaten. Ich finde es toll, dass Sie immer wieder auf Zuschauerfragen eingehen. Ihre Blogs sind sehr informativ. Vielen Dank dafür. Sie haben mich für das Koi-Hobby begeistert. Ich bin zwar erst 14 Jahre, aber meine Eltern unterstützen mich dabei. Gute Eltern. Meine Frage ist, wir haben nun einen neuen Biofilter angeschafft, 300 Liter, und fahren diesen nun mit Ammoniumbicarbonat ein, so wie Sie es in Ihren Blogs beschrieben haben. Jetzt ist der Biofilter nicht an den Teich angeschlossen, Teichgröße 3000 Liter, sondern an ein kleines 60 Liter Fass. Ich betreibe das jetzt schon seit 2 Wochen bei 35 Grad. Ich glaube, das ist ein Schreibfehler, hoffentlich. Also ich würde nicht über 30 Grad gehen und mehr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das den gewünschten Effekt bringt, wenn ich den Biofilter an meinen Teich anschließe und ihn da einfahre. Das Problem ist, die Fische haben wir schon und sie schwimmen auch schon im Teich. Daher meine Frage, funktioniert das Ganze auch? Machen Sie weiter so, liebe Grüße, Moritz. Also Moritz, jetzt müssen wir natürlich ein paar Dinge unterscheiden. Das mit dem Ammoniumbicarbonat, wenn das nur an einem 60-Liter-Fass angeschlossen ist, diese 300 Liter, und du haust da die entsprechende Menge Ammoniumbicarbonat rein, dann ist das überhaupt kein Problem. Was du aber tun solltest, wenn du so wenig Wasservolumen hast, du musst natürlich schauen, dass du genügend Carbonathärte im Wasser hast. Weil diese Filterbakterien, wenn die sich irgendwann mal bilden, die fressen aus deinem Wasser die Carbonathärte. Und wenn die Carbonathärte draußen ist, können sich auch keine Bakterien mehr bilden, weil denen einfach der Kohlenstoff fehlt, den sie für die Zellteilung, für den Zellaufbau benötigen. Das ist also ganz wichtig und du solltest auch gucken, dass das Ganze anständig belüftet ist, denn ohne Sauerstoff machen die Bakterien auch erstmal nichts, auch wenn die Bakterien sehr viel resistenter oder sehr viel härter sind, was niedere Sauerstoffkonzentrationen angeht als Koi. Also da solltest du wirklich schauen, dass immer genügend Carbonathärte im Wasser drin ist, sonst läuft der Filter nicht ein. Hast du aber genügend Carbonate drin, hast du genügend Sauerstoff drin, dann funktioniert es mit so einem 60-Liter-Fass sehr gut und auch die hohen Temperaturen werden dazu beitragen und viel Ammoniumbicarbonat wird dazu beitragen, dass dein Biofilter dort separat sehr viel schneller einfährt als an deinem Teich, ja, wo du einfach nur mit sehr viel geringeren, beim 3000-Liter-Teich, mit sehr viel geringeren Mengen an Eiweiß arbeitest und dann am Ende auch Ammonium. Ammonium ist ja an das Stoffwechselendprodukt des Eiweißstoffwechsels im Koi. So, ich möchte dich jetzt mit deinen 14 Jahren da aber auch nicht überbelasten. Wenn du jetzt hergehst und du machst den Filter jetzt schon an deinen Teich, dann ist klar, dann darfst du natürlich nicht mehr mit Ammoniumbicarbonat arbeiten. Das wäre für die Koi fatal, dann würden die Ammoniumwerte durch die Decke gehen und dann würden deine Koi auch sterben. Wenn du jetzt natürlich überhaupt gar keinen Filter momentan an deinem Becken hast, dann ist es natürlich, es ist jetzt eine Gretchenfrage. Was mache ich? Schaue ich, dass ich bei wegen mir 25 bis 30 Grad meinen Filter an einem separaten, an einem 60-Liter-Becken möglichst schnell einfahre. Da läuft das Einfahren natürlich sehr viel schneller als am Teich. Oder schließe ich ihn jetzt schon am Teich an? Du machst es jetzt erst seit 2 Wochen. In 2 Wochen ist er auch noch nicht eingefahren, wenn du das mit Ammoniumbicarbonat machst. Schließe ich ihn jetzt schon ans Becken ein? Kann dir es jetzt augenblicklich nicht sagen. Das ist eigentlich so der klassische Fall. Ich weiß auch nicht, wie viele Fische hast du momentan im Teich. Wenn du nur wenige Fische im Teich hast und über die Algen und die Biologie, die du an deinem Teich hast, die Ammonium- und Nitritwerte sehr gering sind, dann würde ich dir wahrscheinlich empfehlen, zieh das jetzt nochmal 2 oder 4 Wochen weiter durch mit dem separaten Einfahren und dann hast du einen richtig funktionierenden Biofilter, dann passiert dir auch nichts mehr. Das hat aber wirklich zur Folge oder hätte zur Folge, dass du täglich deine Wasserwerte misst und dokumentierst und im Zweifel dann auch den Biofilter, wenn er auch noch nicht 100% eingefahren ist, aus dem Ammoniumbicarbonatkreislauf entfernst und ihn dann doch an deinen Teich anschließt. Also das ist jetzt wirklich eine Frage, wo du mich schachmatt gesetzt hast. Ich kann dir da im Moment keinen Tipp geben, weil ich auch nicht weiß, ist es ein Zusatzbiofilter oder hast du schon einen Biofilter? Also da solltest du wirklich schauen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass den Fischen so wenig wie möglich an Ammonium und Nitrit zugemutet werden wird. Da solltest du schauen, dass die Tageshöchstwerte nicht über 0,2 liegen und dass du auch siehst, dass sie abends niedriger sind, wenn du tagsüber gefüttert hast, dass es morgens niedriger ist, als es noch abends war, also auch mal zu verschiedenen Tageszeiten Ammonium und Nitrit zu messen. Tagsüber kann es immer sein, dass es ein bisschen ansteigt, also auch da schauen. Aber
Es ist grundsätzlich eine gute Geschichte, den Filter mit Ammoniumbicarbonat anzufahren, das ganze System damit anzufahren, aber idealerweise natürlich, bevor die Fische in das System einziehen, auf jeden Fall, bevor es einzieht. Also man sollte eigentlich erst das System zum Stehen bekommen, um dann später die Fische dann hinzuzusetzen. Wenn das Ganze läuft, wenn natürlich alles gleichzeitig kommt, ist das immer etwas schwierig. Aber ich empfehle dir auf jeden Fall, messen, 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 messen. Das wird deinen Fische das Leben, das Überleben sichern und darauf kommt es am Ende an. Dir trotzdem einen erfolgreichen Start in die Koi-Saison oder, wenn du jetzt gerade angefangen hast, ins Koi-Hobby überhaupt. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog.